Hallo liebe Kampfsportfreunde, neben mir Fightland Windenkämpfer Gordon Haupt, der heute gegen den Lokalmatadoren Serkan Kalif Kalfa ran musste. Gordon, nach deinem letzten Sieg gegen Stefan Kind hat es heute gegen den Lokalmatadoren nicht gereicht. Beschreib uns doch mal kurz deine Eindrücke zum Kampf. Ja, also ich finde, ich bin relativ gut gestartet mit der Führhand und der rechten Gerade. Er hat auch gut gepunktet mit seinen Low-Kicks gerade. Also ich finde, also ich hätte eigentlich noch weiter gekämpft, aber in der zweiten Runde einen Körpertreffer bekommen, dann blieb die Luft weg. Ich wollte aufstehen, es ging nicht. Und schade, dass das so gelaufen ist. Ich bin nicht gekommen, um zu verlieren. Ja, ich kämpfe sehr gerne. Ich bin ein aggressiver Kämpfer. Ja, ich werde weiterhin jeden Kampf annehmen und ja, aus jeder Niederlage lernt man ja mehr als aus dem Sieg, finde ich. Und ich kenne es ja, kann ja, ja, ich wusste, dass er harte Schläge macht, dass er auch auf den Körper geht. Einmal auch nicht aufgepasst, hat er gesessen. Ja, passiert. Also, ja, ich bin trotzdem froh, dass ich hier gekämpft habe, weil ja, aus jedem Kampf lernt man. Das habe ich zwar einmal verloren, das ist ja kein Problem an sich, ne. Man konnte merken, du bist auch direkt in die Kampfmitte gegangen, also ins Center. Hast dort mit Zweier-Dreier-Kombination direkt losgelegt. Es wirkt ein wenig so, als ob Serkan darauf gewartet hat, um zu kontern. Würdest du jetzt letztendlich sagen, dass du vielleicht ein bisschen zu schnell rangegangen bist? Ja, das kann man sehen, man will. Also, er war sich auch darauf eingestellt. Wie gesagt, wir kennen uns. Er hat meinen letzten Kampf hat er auch verfolgt. Da war er bei uns in der Arena, als wir gekämpft haben. Ich denke mal, er wusste, dass ich sehr offensiv bin, dass ich immer direkt draufgehe in meine Kombination, versuche mit Low-Kick abzuschließen. Ja, hat er mich heute mit meinen eigenen Waffen geschlagen. Ich habe sehr viele Low-Kicks abbekommen. Und ja, das ist halt mies gelaufen für mich. Aber ich gucke weiterhin nach vorne und lass mich nicht unterkriegen. Serkan kommt ja hier aus Herne, du kommst aus Winden, ihr seid nicht von der Distanz wirklich weit entfernt. Trotzdem waren die Zuschauer heute, haben ihn beim Einmarsch schon direkt frenetisch gefeiert. Da konnte man sehen, dein Trainer ist nah zu dir rangekommen, hat intensiv mit dir gesprochen. Kannst du uns nochmal verraten, was hat er da zu dir gesagt? Hat er versucht, dich ein bisschen zu beruhigen? Nee, also eher im Gegenteil. Er hat versucht, mich aggressiv zu machen, mich wach zu kriegen, dass ich volle Leistung bringe, mich motiviere. Und ja, hat er ja auch geschafft, nur leider ist der Kampf nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und für die Zukunft alles Gute. Danke. Hast du zum Schluss noch was am Herzen, was die Zuschauer wissen lassen möchtest, bitte? Ja, also ich freue mich sehr, dass ich von Ground & Pound TV interviewt wurde. Ich verfolge alle Geschehnisse auf der Internetseite intensiv und hat mich gefreut, hier zu kämpfen, auch wenn das nicht positiv für mich ausgegangen ist, egal, aber in Zukunft werdet ihr noch viele Kämpfe von mir sehen, hoffe ich, die auf jeden Fall erfolgreicher für mich ausgehen werden, weil ich lasse mich nicht unterkriegen von einer Niederlage, weil, wie gesagt, ich lerne daraus, mehr als aus dem Sieg und ja, das war's eigentlich. Okay, danke schön. Danke dir.